Ich begrüße euch total und recht herzlich. Ihr hört da leises Geräusch noch, tak, 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 weil ich am Arbeiten bin. So, ich bin am Arbeiten. Job News. Heute zum ersten Mal keine Job News, sondern Sonntags News. Mal was Neues. Jeden Sonntag irgendetwas aufbereitet, was die Woche so gebracht hat. So, die Woche hat eine Menge wieder gebracht, wie immer. Kleine Demonstration. Ihr wisst ja, Israel ist Bombenstimmung, leider. Mal wieder. Und in Düsseldorf ging es auch ziemlich heiter, bis gewisses Wasser geflossen und Reizgas geströmt. Demonstration. Wir leben in einer Zeit, weit über 14 Monate, in einer Zeit von einer Frage. Ja, stimmt es oder stimmt es nicht? Das Lager kann nicht gespaltener sein, wie es jetzt überhaupt ist. Wir haben einen riesen Spaltung, wenn man sich das Ganze mal anschaut. So, ich habe mir einfach mal die Zeit genommen. Meine Feinde wollen meine Freunde werden, weil sie unbedingt was von mir wissen wollen. Meine Freunde, meine richtigen Freunde, sind mehr Feinde geworden, weil sie einfach nicht wissen sollen oder sollen sie nicht. Ja, einige haben sich schon impfen lassen, es geht ihnen schlecht. Tja. Woran das jetzt liegt, weiß ich nicht. Einige haben leider eine Krankheit, die können sich im Moment nicht impfen lassen, weil mit Chemotherapie und gegen Krebs sollte man sich jetzt nicht noch gegen Fragezeichen Corona impfen. So, wir haben eine Zeit der Elektronik und diese Elektronik wird gegen uns genutzt. Sie wird gegen uns genutzt, weil man uns verunsichern will. So, wenn man hier so drauf drückt, so wie hier, dann ist man sofort in Düsseldorf, denn da war Demo. Die Demo wurde aufgelöst, brauche ich gar nicht drüber nachdenken, etc. und pp. So, diese Dame hier versucht uns ständig irgendwas zu erzählen. Sie macht es gut, verdient ihr Geld damit, ich gönne es ihr. Darum geht es. Es geht darum, um Geld zu verdienen. Jeder von uns möchte Geld verdienen. So, es gibt Menschen, die arbeiten ihre 10 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche, einen Tag nehmen sie sich frei und stellen fest, dass sie gearbeitet haben für andere. Wir werden ausgesaugt durch diesen Staat. Und nicht nur im Fiskus, sondern auch im Bereich des Lebens. Denn, wenn wir ehrlich sind, die Lebensmittel sind bis zu 30% angestiegen und das haut schon rein. Fleisch hat einen Preis, alles hat einen Preis. Egal, was ihr vorher für einen Fünfer bezahlt, ihr jetzt schon einen Zehner. Also 5 Euro mehr wie vorher. Ist gewaltig, aber es ist die Wahrheit. So, die Wahrheit interessiert keinen. Meiner einer hat es wirklich mal auf die Spitze getrieben, um etwas festzustellen. Und das wird heute in dieser ersten Sonntags-News einfach mal rausgehauen. So, wir haben Sonntag, 6 Tage waren mal wieder und es wurde festgestellt, dass da einfach vieles nicht stimmt. Einige Menschen haben sich verändert. Einige Menschen verändern sich immer mehr und einige tun so, als wären sie Freunde. In Wirklichkeit die größten Feinde, die man sich aneignen kann. Besonders digital. Digital ist das Allerbeste, was da so geschieht. Wir sind immer noch der Sondersender Nordrhein-Westfalen, wir sind immer noch UltraD-WebTV und das bleibt auch so. Nur die Welt der Kunst, und das ist wichtig, hat uns die vierte Macht verkauft. Die vierte Macht war die Industriemedien. Die Industriemedien haben sich der Politik angeglichen und bekommen jetzt ihr Geld von dort. Sie investieren nicht mehr in Künstler, denen interessiert es auch nicht mehr an Kunst, Kunstform, denen ist nur noch heilig, was die Politik von sich gibt. Wie kam das? Ganz einfach, die vierte Macht ist wirklich tatsächlich aufgekauft und gehört jetzt wirklich tatsächlich gewissen Familien, die keine Interesse haben am Kunden, sondern nur am Interesse haben am Geld, ist klar. Und das haben an sich alle, die da in diesem Bereich, aber Künstler sind nun mal Menschen, die eine Kunst verbreiten und nicht ans Geld denken, sondern
Applaus, an die Freude, an den Spaß. Ja, das war Charlie Chaplin, Buster Keaton, jetzt sitzt man dick und doof, ne? Oliver Hardy und so weiter und so fort. Das sind die Urväter. So wie im 18. Jahrhundert Edison anfing mit seiner Cinematik und diese Cinematik dann leider fortführen musste, weil er ein Fan von Gleichstrom war. Edison wollte den Gleichstrom überall, aber es hat nicht funktioniert. Der Wechselstrom kam, so auch im Filmbereich. Der sogenannte Beta-Film, diese Betamax-Geschichte, die an sich gar nicht mal so schlecht war. Nein, es musste gewechselt werden in VHS, was viel schlechter war, weil die Magnetstruktur auf diesem Band schlechter war. Aber egal, merkt ihr eigentlich, worum es geht. Es geht darum, die Schlechtigkeit siegt. Das Schlechte siegt, komischerweise. Und das Gute, wirklich Gute, das wird wirklich verbannt. Und das ist ja mal die Frage, die gestellt werden müsste. Wieso, weshalb passiert sowas? Wieso, weshalb passiert so etwas, dass das Gute weggesperrt wird und das Schlechte bleibt? Und jeder applaudiert und jeder findet es gut. Ob das VHS war, statt Betamax, ja und so weiter. Gut, das Digitale kann man jetzt nicht so verändern, weil digital bleibt digital. Man kann es höchstens in der Pixelzahl erhöhen. Ja? Man kann es in der Rechnungsbarkeit, also die Rechnung, die da, die Parameter 10 mal hoch, 10, 10 mal 100 oder 100 mal und so weiter. Also Pixel and Byte. Ja? Also jetzt hier Full HD mit 1920 mal 1000 i arbeiten mit 25 Bilder pro Sekunde und so weiter. Natürlich könnte man das jetzt auf 3, auf 4K, 8K hoch, aber es bringt doch nichts. Deswegen bleibt es so, wie es ist. HD. Und so bleibt auch das Ganze, was abläuft. Heute haben sich die Eisheiligen verabschiedet. Draußen regnet, trotz Sonnenschein und etwas kühl. So kühl auch wieder nicht, aber nicht genießerisch. Wir haben gerade eine Nachricht bekommen, dass wir jetzt wieder rausdürfen von 0 Uhr bis 6 Uhr sowieso. Und die Ausgangssperren werden uns genommen. So, am 19.05. ist auch hier alles wieder geöffnet. Wie geöffnet, weiß ich nicht. Ich bin gestern bei Woolworths vorbei. Die gesamte Wand war leer. War leer. So, Woolworths hat nicht zum Anziehen mehr. Also Woolworths bietet nichts mehr zum Anziehen. Das kann natürlich was damit zu tun haben, da Woolworths ja nicht mehr Woolworths ist, sondern ein bisschen mehr. So, Johannes Taco gehört zu Woolworths. Daneben ist MKD, gehört zu Woolworths. Ja? Und der 1-Euro-Shop gehört zu Woolworths. Also zu dieser Gruppe. Ja? Es gibt ja Menschen, die kaufen alles auf. Und dann bleiben wir mal beim Thema vierte Macht. Die vierte Macht hat man uns gehört und wie sie erfunden, die Nachrichtenwelt, der Journalismus und die Kamera und das Ganze drumherum. So, das ist weg. Das gehört uns nicht mehr. Man macht nichts mehr für uns. Ja? Man bietet uns zwar eine Menge an, aber wenn man ehrlich ist, was sieht man? Schrott. Besonders ARD, ZDF, Deutschlandradio können wir vergessen. Das ist ein Verein, bleibt ein Verein und gehört dem Staat. Und der Chef dort ist der Kanzler im Moment, Frau Merkel. So, und wenn man sieht, wenn Politiker sich wirklich tatsächlich impfen lassen und dann auf einmal bricht die Seuche aus, dann ist Holland in Not, aber es wird trotzdem vertuscht. Die meisten Politiker bekommen ja ein Placebo oder vor laufender Kamera ohne Nadel, ohne alles. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Mir persönlich ist sofort alles egal, weil das war ein Riesentest. Ich habe festgestellt, was abgeht. Ich habe merkwürdige Herrschaften. Ich habe, diese merkwürdigen Herrschaften haben ein sehr merkwürdiges Verhalten an den Tag gelegt. Und ich werde natürlich ab 1. Juni eine Menge ändern, eine Menge verändern und einen ganz anderen Lebensstil anstreben. Weil mir ist aufgefallen, dass absolut etwas nicht stimmt. So, ich habe ein Experiment gemacht mit The Simpsons. Ich habe euch die Simpsons-Serie gezeigt. Schwuppdiwupp hat, ja, wurde es gelöscht. Die Wahrheit über Simpsons, ich habe euch auf den Simpsons-Trailer verwiesen, wie die damalige vierte Macht da anfing mit Corona. Schwupp, war weg. Nein, war gelöscht. Na? Also die Wahrheit darf man nicht sagen. Ja, darauf hingewiesen, dass es da was gibt,
könnte ich jetzt hier aufrufen, tue ich jetzt nicht. Aber ihr dürft selber einfach hier Simpsons eingeben und dann bekommt ihr alles. Ja? So, ihr gebt Simpsons ein und so weiter. So, was ist denn das? Das gute Stück ist doch eine Informationsflut, die uns regelrecht überflutet, oder nicht? Sie überflutet uns. Sie zeigt uns. Sie zeigt uns eine Menge. Die Frage lautet nur, was zeigt es uns wirklich und tatsächlich? So, wenn ich jetzt in den Raum reingehe, also jetzt war ich bei Instagram, so, wenn ich jetzt aber in den Raum reingehe von TikTok zum Beispiel, ja, gehen wir mal dahin, nach TikTok. Mal sehen, ob ich TikTok noch finde. Ja, so, ich weiß nicht, was geschieht. So, TikTok ist... So, das ist ein toller Typ, den er jetzt da gerade gesehen, der ist schon lange her, der war auch schon bei 7Load. Er ist jetzt Busfahrer und hat seine alte Geschichte bei 7Load wieder aufgemacht und macht jetzt Busfahrergeschichten. Und ich grüße ihn auf diese Art und Weise. Ja, er hat auch schon seinen Zeitungsartikel wieder weg, er hat seinen 15 Sekunden Room bekommen und er ist tagtäglich bei TikTok und macht seine Busgeschichten, also Geschichten aus seinem Arbeitsumfeld. Er ist Busfahrer in Norddeich oder im hohen Norden fährt er einen Bus. Er hat wohl sehr viel Zeit, um sowas machen zu können, in seiner Pause vermutlich oder in seiner Freizeit. Ja, wie gesagt, Geschichten, die erzählt werden vor laufender Kamera, Geschichten, die er sich nicht ausdenkt. Er hat das große Glück, wirklich tatsächlich das Verhalten seiner Kundschaft aufzuzeichnen. Ihr wisst ganz genau, wer Kunden sind. Und wenn er die Kunden dann, wie gesagt, darstellt, wie sie sich in seinem Bus verhalten oder sich auch ausdenkt, wie seine sogenannten Kunden im Bus sich verhalten, das ist eine schöne Geschichte, die er sich da halt ausgedacht hat. Ja, ich nenne jetzt seinen Namen nicht, das könnt ihr selber scrollen, ihr braucht ja nur bei TikTok und dann steht über. Dann haben wir natürlich China, diese Frau ist auf eine Art schön gebaut etc. Ja, und sie zeigt ihre Schönheit und sie zeigt ihre Beine, ihre Oberweite und ihre Figur und das sehr oft. Danke an alle, die drin sind. Schön euch zu sehen. Kannst du mal rappen? Nein, ich trinke gerade Kaffee, ich rauche und ich laber Scheiße. Damit bin ich euch zufrieden. Schalk ist drin. Schalk. Hallo, Sophie. Okay, das ist live. Weißt du, dass du cool bist? So, du weißt, dass du cool bist? So, wir arbeiten morgen alle, weil morgen ist wieder Wochenende vorbei. Ich versuche da gerade wieder rauszukommen. Ich habe es gerade geschafft. Also, worum geht es eigentlich in diesen Videoclips? In diesen Videoclips geht es eigentlich darum, was wirklich tatsächlich ist. In Wahrheit ist gar nichts. Wir alle produzieren. Wir alle sind plötzlich. Wir alle werden zu einer neuartigen Macht, einer digitalen Macht. Wir veräußern Sprache, Gegenstände und Signaturen. Wir gestalten, wir stellen her. Die Frage lautet, wem gefällt's, wem nicht. Aber am Ende ist es Kunst. Es ist Kunst, das gemacht zu haben, es in Szene gesetzt zu haben, sich hingesetzt, irgendeine Story erzählt und darauf verwiesen, wie alles mal begonnen hat. Es hat wirklich mit Edison angefangen, Cinematik und laufende Bilder. So, und heute... Ja, und heute stehen wir an einem Wendepunkt. Die einen glauben wirklich tatsächlich an dieses Corona, lassen sich wirklich tatsächlich verleiten, machen wirklich mit die Welle nach diesem gleichnamigen Spielfilm und die anderen. So, es wird immer irgendetwas geben, aber das hier als Waffe ist das erste Mal. Es wurde eine Fiktionswaffe, ein Cyberwar. So, und laut Simpsons soll im Jahre 2035, 39 China den Westen übernehmen. Ob es einen dritten Weltkrieg gibt oder automatisiert wir dann zum China-Raum gehören, wer weiß es. Wir glauben es kaum,
aber es könnte passieren. So, eine ganze Woche voller Illusionen, eine ganze Woche voller elektronischer Informationen, 24 Stunden in einem Sekundentakt, tak, tak, Corona, tak, tak, Corona, tak, tak, Corona. Es wird teuer, teuer, tak, tak, es wird teuer, tak, tak. Und so weiter. Ja, Demonstrationen, wir werden manipuliert. Natürlich werden wir manipuliert, wie die Medien uns immer manipuliert haben. Eins haben wir verloren. Wir haben die Analogie verloren. Es sitzt hier niemand mehr. Es ist nur noch elektronisch. Ich habe heute Morgen meinen guten Morgen schon bekommen, wunderbare Geschichten. Ich unterhalte mich auch nur mit meinen, alles nur noch elektronisch, elektronisch, elektronisch. So, eines Tages wird es vielleicht wirklich so sein, dass hier irgendwelche Monitore stehen, wo irgendeiner aufleuchtet und so, ey, wie geht's dir? Und dann unterhält man sich vom Monitor zum Monitor. Und wenn die Leute sich irgendwie kennenlernen sollen, dreht man diese Monitore und dann können die beiden sich auch unterhalten. Okay, auf eine Art fand ich super, wenn der eine in Alaska wohnt und der andere wohnt in London und die können sich unterhalten und meiner einer wohnt hier und kann sich mit den dreien unterhalten, wenn ihr versteht, was ich meine. Das war eine tolle Geschichte. Es war wirklich wunderschön, wie wir das ausgedacht, wie wir da gesessen und hey, ist das nicht toll? Ich möchte nicht wissen, wie die drei sich gefühlt haben, die die erste E-Mail verschickt haben. Wir haben die erste E-Mail verschickt, diese drei, ja? So. Und kennt ihr noch XY, diese Sendung, ja? XY, die Fälle, die da aufgedeckt, die war stolz wie Oscar, dass sie 28 E-Mails erhalten hat, damals, 1989, 90. Ja? Und waren sie froh, 1 bis 30 E-Mails zu erhalten in der laufenden Sendung. 1 bis 30 E-Mails. So. Und heute haben wir so viele E-Mails, dass wir schon Spam dazu sagen. Wir haben elektronische Feinde, die wir noch nie gesehen haben. Ja? Wir haben elektronische Freunde, die plötzlich irgendwie zu egal, also alles, die Welt elektronisch stimmt nicht. Ist eine riesengroße Illusion. Nur Analogie, wirklich tatsächliche Analogie, wenn man wirklich tatsächlich jemanden neben sich hat und feststellt, ist richtig, was er sagt, ist falsch, was er sagt. Gestik, Mimik, alles das fehlt. Es ist einfach nicht mehr das, was wir hatten. Wir haben keine Freundschaft, wir sind noch nicht befreundet. Wir haben zwar ein Thema, wir behandeln das Thema, wir sprechen über das Thema, aber Freunde sind wir nicht. So, wir werden alle angegriffen mit einer fiktionalen Geschichte. Der eine glaubt es nicht und der andere läuft mit. Ist immer drei, merkt ihr das? Immer drei. Ja, nein, vielleicht. So, und das vielleicht überwiegt. Ah, ich weiß nicht. So, lange Rede, kurzer Sinn, ich begrüße euch zu den Sonntags-News, das war halt jetzt mal ein Beitrag für die Wahrheit, nicht, dass die Wahrheit, es stimmt fast nicht, ja. Ich kann jetzt hier noch einmal rauf und runter fahren, es verändert sich nicht, ja. Ich habe Busfahrergeschichten, ich habe Ja, Contra, Nein, Pro und was weiß ich. So, in Wirklichkeit muss ich das alles ausmachen. Mich zurückziehen in meine Analogie und dann gesundet, Mann. Das kann ich jedem empfehlen. Bitte, geht in eure Analogie, kümmert euch nicht um andere und hört auf, andere dauernd zu ärgern. Das bringt doch nichts. Ich meine, wenn es euch Spaß macht, ist ja in Ordnung. Das Experiment hat ja gezeigt, was für Vögel da so unterwegs sind. Na, sie implantieren da irgendwas, das ist ein anderer, mach mal weg. Und weiß gar nicht, was der meint, aber egal. Dann macht man das halt weg. Ja. So, man hat also gewisse Vögel, die da, wie gesagt, sich hineinpicken, sich vermehren, einen Scheißhaufen setzen, elektronischen, und unser eins soll den ganzen Müll dann da wegmachen. So viel Zeit habe ich gar nicht, um elektronischen Müll ständig wegzuschaufeln. So. Elektronik macht Spaß, deswegen habe ich auch sowas kreiert, sowas auf den Weg gebracht, schon sehr lange. An dem Tag, wo wir online gehen durften, also wo die ersten E-Mails versendbar waren und die ersten dann zu uns kamen, AOL und die Medien. Und mit AOL und mit den Medien haben wir dann die Sache gemacht.
So, und das hat unheimlich viel Spaß gemacht, das weiß jeder. So, heute haben wir einen Provider, der da arbeitet. Wir haben auch hier einen Provider drin, der uns halt für viel Geld, für sehr viel Geld, dürfen. Also wir zahlen ein Vermögen, um sowas machen zu dürfen. Ja? Um Qualität auf den Weg zu bringen, opfern wir unser Taschengeld und kaufen Licht, kaufen Kamera, kaufen Chips, die eine unheimlich schnelle Aufzeichnungsenergie aufweisen und so weiter. Dann kaufen wir noch ein Arbeitsgerät, dann kaufen wir uns noch ein Programm und das Programm kaufen wir so, dass wir wirklich tatsächlich tolle Sachen damit machen können. Damit dieses Video so ist oder so aussieht, wie es jetzt aussieht, hat man sich viel Mühe gegeben, man hat viel investiert an Zeit und dann ist irgendeiner bereit, dieses wieder zu torpedieren. Ja? So, der ist halt einer derer, wo die sogenannten Synapsen in seinem Hirn nicht funktionieren. So, und die Sache ist die, wenn die Synapsen immer mehr kaputt gehen durch das digitale Zeitalter, was soll denn später dabei rauskommen? Meiner einer macht das auch Spaß, seht ihr, sonst würde ich darüber nicht sinnen, drüber reden und mich auslassen, weil ich das ja inszeniert habe, um das festzustellen. Ich habe es halt festgestellt, deswegen sage ich es der Öffentlichkeit. Jeder kann auf seine Art irgendwas generieren, auf den Weg bringen, ja, und dann abwarten, wie das Echo ist. Und mit diesem Echo kann man dann leben und mit dem Echo kann man was anfangen, so wie ich jetzt hier die Sonntagsnews raushaue und sage, so viele Neider und so viele Spreader und so viele Leute, die wirklich tatsächlich negativ drauf sind, aus welchem Grund auch immer, damit muss jeder Digitalkünstler leben. Ne? Ja. So, und wenn du ein Digitalkünstler werden möchtest, musst du damit leben. Du kannst natürlich auch in die Welt der Analogie gehen. Ja, aber da wirst du halt nicht so viele finden, die dir dann dein Produkt abkaufen. Ist so. So, ich begrüße euch total recht herzlich. Wie gesagt, dieser Ton, den ihr dazwischendurch hört, tak, tak, tak. Ich muss arbeiten. Ich arbeite sehr gerne, besonders am Film, besonders an so einem alten Film, den ich gerade am Bearbeiten bin. Ich sehe also uralte Sachen, die damals auf dem Weg, ich bedanke mich sinnbildlich an Edison, der das ermöglicht hat, dass man Einzelbilder zum Laufen bekam und diesen einzelnen Bilder als Film, Cinematik, Kino und eine tolle Illusion gesehen und so weiter. Ich kenne so viele Wahrheiten, Jackie Chan wie er und Bruce Lee wie er und ach, wie die alle geheißen haben, die Wahrheit, wie sie gelebt und hallo wir alle. Keiner von uns hat wirklich tatsächlich ein wunderschönes Leben. Er kann sich ein wunderschönes Leben auf seine Art generieren, wenn er die Nerven behält. Wenn er die Nerven behält, geht es ihm gut. Ansonsten macht diese Elektronik hier sein Nervenkostüm kaputt. Also nicht ständig anmachen, sondern auslassen. Lasst es einfach aus. Ihr seht ja oben anhand des Lichtes, ob da jemand etwas euch gesagt oder nicht gesagt haben. So, in dem Sinne, das waren die ersten Sonntag-News hier. Denkt mal drüber nach, was ich gesagt habe. Und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ihr seid vielleicht auf demselben Sender. Hier stimmt etwas nicht mit dem Corona, mit dem Virus und all dem. Israel, Palästina, hier stimmt doch irgendwas nicht. Hier laufen ganz, ganz, ganz viele Informationen. Ja. Brauchen wir diese Informationen? Ja, nein. Also wir haben wieder auf von 0 bis, ne? Wir dürfen wieder, und am 19. haben wir die Geschäfte auf. Nur die haben auch sich verändert. Man kann nicht mehr das einkaufen, was man vorher einkaufen konnte. Warum, wieso, weshalb, weiß ich nicht. Kann ich gut das ja mal fragen, aber ich habe gar kein Interesse, um zu fragen. Ich habe andere Sorgen, mit denen ich leben werde. Und ich werde mit diesen Sorgen leben und vollkommen in Ordnung. Ne? Und ich werde mich jetzt wieder bemühen, das da wieder frisch zu machen. Ich werde mich jetzt wieder bemühen, das wieder zu löschen. Ich werde mich jetzt wieder bemühen, die Hacker da und die Hater, vor allen Dingen die Hater, wieder zu beruhigen. Sagen, ey, macht weiter so, ihr Hater. Ohne euch macht jetzt ja gar keinen Spaß, irgendwie einen Videoclip auf den Weg zu bringen. Das ist euer Bier. Macht's weiter. Ciao.